Ich lese mein Lieblingskapitel aus dem Buch Was fehlt, wenn alles da ist? Warum das bedingungslose Grundeinkommen die richtigen Fragen stellt. Ein Buch, das ich gemeinsam mit Daniel Häni geschrieben habe und das 2015 bei Orell Füßli erschienen ist. Wer sich selbst bestimmt, befreit andere. Selbstbestimmung finden fast alle gut. Jedenfalls dann, wenn es noch einen weisen Bestimmer gibt, der über alle Selbstbestimmer oberbestimmt, damit es nicht drunter und drüber geht. Totales Chaos scheint zu drohen, wenn jeder tut, was er will. Die Befürchtung, dass Selbstbestimmung in Allgemeinverstimmung umschlägt, beruht auf falschen Vorstellungen von Selbstbestimmung. Selbstbestimmung heißt nicht, dass keine Gesetze mehr gelten. Selbstbestimmung heißt auch nicht, dass alle Ansprüche, die wir aneinander richten, aufgehoben werden. Selbstbestimmung heißt, dass alle Ansprüche und Bedürfnisse, alle Wünsche und Hoffnungen, die ich hege, nur dann sinnvoll realisiert werden können, wenn sie durch selbstbestimmte andere realisiert werden. Selbstbestimmung ist immer die Selbstbestimmung der anderen. Erst wenn ich sie anderen zutraue, bin ich selber zu ihr in der Lage. Schon klar, ich will selbstbestimmt leben, anders geht es ja gar nicht. Aber einen Bestimmer für die anderen Selbstbestimmer braucht es schon, damit es in die richtige Richtung geht. Dieser Gedanke ist es, der mich zum Sklaven meiner Selbstbestimmungsängste werden lässt. Ohne die Selbstbestimmung der anderen ist meine Selbstbestimmung Butter ohne Brot, frommer Wunsch, hehres Ziel, leeres Wort. Und wer bestimmt, gesetzt den Fall, ich bestimme mich wirklich selbst? Die anderen. Das ist ja gerade das Besondere. Der Selbstbestimmer ist nicht derjenige, der sich den Anforderungen anderer verweigert, sondern der, der sie besser sehen und freier ergreifen kann. Wer sich selbst bestimmt, ist nicht auf Widerspruch aus. Das ist in der Pubertät die Phase vor der Selbstbestimmung. Das ist die Trotzphase. Selbstbestimmung ist anders. Sie ist die Möglichkeit, mich aus mir selbst heraus mit einer Aufgabe in der Welt zu verbinden und durch diese Verbindung zu wachsen. Alle anderen Stricke reißen heute früher oder später. Da hilft auch kein Oberbestimmer. Die Angst vor der Selbstbestimmung rührt daher, dass der Einzelne noch immer als Störenfried, als Unruhestifter, als einer, der sich für etwas Besseres hält, angesehen wird. Wer allerdings so auf ihn herabschaut, der erniedrigt sich selbst. Er prügelt mit der Keule des Ressentiments auf den Teil seines Wesens ein, das sich für etwas Besseres hält. Das Grundeinkommen lädt dazu ein, dass wir uns alle für etwas Besseres halten. Haltung profiliert, Schonhaltung profaniert. Wer nicht mit selbstbestimmten Menschen rechnen oder ihnen einen Oberbestimmer vorsetzen will, der bevorzugt Untergebene, folgsame Diener, angepasste Arbeitstiere. Das ist auf Dauer das Schlimmste, was uns passieren kann. Dass wir nicht kritisch denkende Menschen sich bilden lassen, sondern angepasste, ausgezehrte, ambitionslose Arbeitsleichen produzieren. Wenn wir die Herausforderungen der Zukunft meistern wollen, ist Selbstbestimmung die einzige Chance. Nur sie verleiht die Sicherheit, dass es immer Menschen sind, die ich anspreche, wenn ich Menschen anspreche. Spreche ich einen fremdbestimmten Menschen an, antwortet er mir nicht als Mensch, sondern als Maschine, als Unwesen, als abwesend. Das werden wir uns nicht länger leisten können, wenn wir uns die Menschlichkeit noch länger leisten wollen.